Hallo Freunde, herzlich willkommen zu meinem Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, ein wunderschönes Jahr 2018. So jetzt, Jahresende war einfach super krass, super spannend und es ist einfach so viel passiert, was ich ein bisschen mit euch teilen will. Unter anderem habe ich eine Christmas-EP veröffentlicht, mein Xmas-Tape mit 4 Songs. Jeder Advent hat einen Song bekommen und das war eine super krass spontane Idee, die wir innerhalb von einer Woche realisiert haben mit Video und allem drum und dran. Was halt auch noch spannend war, ist, Manuelsen hat sein Album rausgebracht, MB4, wo ich auch drauf war, bin. Mit einer Single Halbmond im iPhone, könnt ihr euch auch anhören. Link ist hier unter dem Video. Ja, und BSMG hat ein Remix-Album von ihrem Album Platz an der Sonne rausgebracht, wo ich auch drauf bin, mit nach Hause. Was auch noch für mich super wichtig ist, dass sich dieses Video, was ihr euch jetzt anguckt, wird das erste Video sein, was ich selber schneide. Jetzt habe ich durch MSI einen Laptop bekommen, den ich benutzen kann zum Videos schneiden. Ich werde ab Januar anfangen, auch wieder Musik zu machen, so demomäßig selbst. Und dafür braucht man einen Laptop. Yay! Und das werde ich jetzt machen. Das ist mein Laptop. Tada! Also Leute, ich sitze hier gerade im Zug auf dem Weg nach Paris, weil heute Silvester ist. Und schneide gerade das Video und mir fällt ein, dass ich gar nicht erwähnt habe, dass ich auch auf Greenies EP bin. Ich liebe Geld 3, unser Song heißt Vertrauen und ist ein richtig cooler Song geworden, auf den wir uns eigentlich auch schon das ganze Jahr gefreut haben und er endlich zustande gekommen ist. Checkt auch das aus und ja, wollte einfach nur nochmal erwähnen. Was dieses Jahr auch noch passiert ist, also auch im Dezember, ich sag ja, der Dezember war krass. Wir waren bei The Dome, Manuelsen ist dort aufgetreten und da wir einen Song gemeinsam haben, hat er mich eingeladen, gefragt, hey Rola, hast du nicht Bock, The Dome? Ich so, mein Gott, ja. Ich mach Halbmond im iPhone, und niemand merkt, wie langsam sich die Welt ohne dich dreht. Ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist, bei The Dome zu sein, da aufzutreten. Und was für mich persönlich auch noch richtig schön war, ich habe mein eigenes Label gegründet namens Tilili und vor einem Jahr, ungefähr 1,5 Jahren. Und meine beste Freundin hat mich damals motiviert, meinte, Rola, mach's doch einfach. Und ich nähe ja immer meine Jumpsuits selbst und habe gedacht, komm, mach das jetzt mal offiziell, auch für andere. Man kann es jetzt bestellen. Und jetzt, seit dem 1. Dezember, ist der Online-Shop online. Meine beste Freundin Inka hat den für mich gebaut. Hilft mir jetzt auch mit dem ganzen Drumherum. Und ich nähe alle Bestellungen selbst, suche die Stoffe aus und so weiter. Alles wird handgemacht von mir. Und ja, der Online-Shop ist jetzt da. Das heißt, man kann offiziell auf der Seite Klamotten von mir bestellen, die ich dann hier zu Hause in meiner Nähecke, die ich euch, wenn sie aufgeräumt ist, zeige. www.tililishop.com. Und das ist auch jetzt diesen Dezember passiert. Also der Dezember war richtig krass. Es war einfach alles wunderschön und ich wollte mich auch einfach, ja, ich würde mich auch einfach nochmal bei euch allen bedanken für den ganzen Support, für mein Album, für die ganzen Songs, die ganzen Videos, die ihr euch anguckt, kommentiert, liked. Für die, die mir auch auf Instagram followen, kriegen ja auch ganz viel mit, was so immer passiert und was ich mache und so. Ich habe noch einen kleinen Surprise für die, die es noch nicht wissen. Ich werde 2019 im April auf Tour gehen. Ja, ich gehe auf Tour. Ich freue mich extrem. Das ist eigentlich das, wofür ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Tickets könnt ihr euch kaufen über www.eventim.com oder über www.streetlife-international.com. Da kriegt ihr auch
Rola 12 Uhr, 12 Tickets. Ich kann es gar nicht glauben. Man kann echt Tickets kaufen für meine Tour. Kommentiert, in welche Stadt ihr kommt, ob ihr euch schon Tickets geholt habt. Und was mich auch noch interessieren würde, ist, was würdet ihr gerne von mir sehen, hören, hier über diesen Channel? Schreibt mal in die Kommentare, auf was ihr Bock habt und wie ihr dieses Video fandet. Ansonsten wünsche ich euch allen ein gutes neues Jahr 2019. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der so Pläne für das nächste Jahr irgendwie... Ich habe Pläne in meinem Kopf und ich mache einfach genauso weiter, wie ich das jetzt mache. Weil sowieso immer alles aufeinander aufbaut. Obwohl ich finde, dass das neue Jahr immer ein guter Start ist, um irgendwas Neues anzufangen. Ja. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Jahr 2019. Es wird wunderschön. Ich freue mich auf euch und auf alles, was Neues passiert. Falls ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt tun, wenn ihr wollt. Lasst einen Daumen oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Holt euch Tickets für meine Tour. Hört euch mein Album 12 und 12 an. Oder das Christmas Tape. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Au revoir.